kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Kampagne, dem sibirischen Sturm. Intensive Sniper-Erfahrung, Feind reagiert schneller und aggressiver, du musst einen Schritt, also sorgfältig planen, als Fähigkeiten und Schwierigkeitsgrad einfach stehen dir weiterhin zur Verfügung. Da, warte. Auch der rote Zielpunkt. Selbst und Teamwork mit deinem Spotter sind von entscheidender Bedeutung. Du musst also bei jedem Schuss den Wind und die Entfernung vom Ziel bedenken. Wenn man denn dann das ausrechnen kann, ist das nicht schwer. Wind auch nicht. Wind ist eher das geringere Problem. Die Entfernung ist dann eben immer das. Aber nehmen wir mal Mittel, da kann ich dann auf Nummer sicher gehen mit dem roten Punkt und dann sibirischer Sturm. Sibirischer Sturm, Sibirien, 14 Uhr, 3 Monate vor den Philippinen. Noch vor der eigentlichen Story. Anderson, die Zeit läuft. Beeilen wir uns. Wie du weißt, wurde Task 121 von unseren Quellen über bevorstehenden Ärger in Russland informiert. Passiert das nicht immer zur Ferienzeit? Das hier ist ernster. Im russischen Militär gibt es eine Zelle, die sich ausschließlich auf die Forschung und Entwicklung von Waffen konzentriert. Ausrüstung, Drohnen, Avionik und KI. Eventuell Massenvernichtungswaffen. Was für welche? Das wollten wir herausfinden. JSOC schickte einen als Laborkraft getarnten Agenten, um die abgelegene Forschungsbasis im sibirischen Birsovik zu infiltrieren und Infos zu sammeln. Es wurde alles getan, um seine Identität 100% wasserdicht zu machen. Dies ist Agent M. Diaz, Codename Greyhound. Er war der CIA-Kontaktmann während der Sarajevo-Operation. Ich erinnere mich. Vor 72 Stunden ist der Kontakt abgebrochen. Du gehst alleine rein. Aufgrund der prekären politischen Lage wird für diese Mission keine Unterstützung geleistet. Wenn du also erwischt werden solltest, dann machst du mir die Hölle heiß, ich weiß. Orte dir Signal, beurteile den Schaden und sammle die Informationen. Und kommt beide zurück, wenn möglich. Ich kümmere mich drum. Klingt gut. Den früheren Partner rausholen. Oder den späteren Partner, so rum. Uniform, Zielgebiet erreicht. Bereit machen. Ich kann nicht weiter, Sandman. Der Schneesturm kommt. Ich muss abdrehen. Roger, übernimm ab hier. Geht's. Gut, dass er Handschuhe anhat. Weil das würde es uns echt wehtun. Waldmanns Dank. Im Schnee sind Gegner schwieriger zu entdecken. Das kann was werden. Sandman, ab dieser Markierung gibt es keinen Funkkontakt mehr. Operation Siberian Strike läuft. Uniform out. Und wieder hinein ins Getümmel. Shit. Keine Unterstützung. Es kommt jetzt direkt schon wieder ein Film. Muss das sein? Was ist das? Ist das links eine Burg oder was? Viel offenes Terrain. Mal sehen, was wir hier haben. Nummer 1. Zwei. Als ob man den jemals aus der Entfernung erkennen würde. Und drei. Drei Wächter. Auf die Entfernung. Punkt dann schon von Vorteil. Alter, da muss man das ja genau berechnen. 900 Meter. 900 Absenkung.
Oder 9 Punkte Absenkung? Keine Ahnung. 4 Meter pro Sekunde Wind. Das wäre ohne Fahren, ohne den roten Punkt, recht schwer. 3 Meter nur noch. Das waren alle. Mhm. 200 Meter. Dann wollen wir mal. Was zum? Verdammt. Nett hier. Okay, wollen wir mal. So ein Mist aber auch. Hat mich tatsächlich erwischt, nur weil ich nicht. Na, weil ich der Anzeige vertraut habe. Naja. Ich würde schon sagen. Einer, zwei. Könnte man nicht gleichzeitig noch. Feuertonne, okay. Nee, das wollte ich. Das krieg ich dir ja schon wieder angezeigt. Jetzt wir sind gepeilt, okay. Ach da. Nein, so. Wollen wir mal. Da der nächste. 5, da müsste er ungefähr auf. Was zum? Ach, klar. Weniger Geschwindigkeit, weniger Abweichung. Ach, klasse, alles selbst berechnen. Das wäre was hier. Vielleicht versuche ich es nochmal. Und wenn ich kann, wenn ich es dann kann, vielleicht, naja, vielleicht zeige ich es euch dann mal. So. Ist der 3 Meter, also wieder. Ach, bin entdeckt. Muss sie ausschalten, bevor sie mich flankieren. So, wo sind die Jungs? Nachsicht, da unten. Schick. Besser aufpassen sollen. Also er kann mich sehen. Schon mal ein guter Anhaltspunkt. Bringt natürlich nichts. Sehen, ob wir die da nicht irgendwo finden. Ja, klar, ist da erstmal ein Tank. Ich glaube, ich habe ihn.
Überraschung. Ha, sogar ohne Punkt. Zwar recht grob, aber man hat ja dann meist nicht viel Zeit, das Ganze zu berechnen. Okay. Moment. Klappt natürlich nicht. Gut, da wir ja jetzt keine Gegner mehr haben und das hier eigentlich mein Punkt sein sollte, nehme ich mal an. Warte mal. Das war's bis da hinten hin. Ist ja schon verrückt. Okay. Naja, was soll's. Was ist das denn? Mein Bild? Wird wohl mein Bild sein. Hauptlabor. Okay. Das heißt, ein Stück zurück. Und versteckt halten. Okay. Sieht er recht einsam aus. Ja. Warte mal, wo ist der gerade hin? Mist, verloren. Ist aber auch ein weißes Gestrüpp hier. Ach, okay. So kann man es natürlich auch machen. Gehen wir ein wenig in Deckung und dann... das auch funktionieren. Okay, der hat noch nichts gemerkt. Allerdings wird er das bald. Von daher... wo ist der Kerl? Komm schon, der muss doch irgendwo sein. Hier komme ich nicht weiter, okay. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. 1 Meter. Oh, das ist ziemlich dicht dran. Schön. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Und dann? Da haben wir doch wieder ein paar von denen. Verdammt, falsche Ecke dafür. So. Sind die oben? Sieht ja fast danach aus. Jetzt komme ich auch noch nicht mal durch hier. Ah.
Die müssten eigentlich oben drüber sein.